Kaum sind die Büchner-Brüder in Holland angekommen, stellt Napoleon Europa auf den Kopf. Selbstverständlich spielt es keine Rolle, dass diese jungen Männer eigentlich Hessen sind. Sie ziehen als holländische Soldaten in den Krieg. Sie ziehen aber glücklicherweise als Ärzte in den Krieg und das hat die Folge, dass sie alle drei diese dramatischen Jahre überleben können. Sie sind allerdings auch nicht in den großen Feldzügen Napoleons bis nach Moskau unterwegs gewesen. Ernst Büchner ist nur im nordischen Feldzug. Dort hat er 1807 vor Stralsund eine Begegnung, die für ihn selbst wohl keine Rolle gespielt hat, aber für uns von großem Interesse ist. Neben seinem Regiment steht ein mecklenburgisch-napoleonisches und dort dient der Leipziger Perückenmacher Johann Christian Woyzeck. Das ist der Woyzeck, der später der Namensgeber für Ernst Büchners Sohn Georg und sein bedeutendes Drama geworden ist. Die Militärchirurgie unter Napoleon nimmt einen ungeheuren Aufschwung, wesentlich beeinflusst durch den großen napoleonischen Leibarzt Jean Larrey. Larrey, der als Chirurg sich einmal rühmte, er habe an einem Tag 120 Gliedmaßen amputiert, hat Weichen gestellt für die Chirurgie des 19. Jahrhunderts. Napoleon selbst hat ihn noch auf St. Helena eine erhebliche Erbschaft in Aussicht gestellt und als besonders rühmenswert beschrieben. Die Schweizer Historikerin Verena Müller hat der Luise-Büchner-Gesellschaft letztes Jahr beim Besuch in Zürich im Bericht über diese Situation der Militärchirurgie einiges dazu gesagt. Mir ist ihr Satz in Erinnerung geblieben: Wenn Sie das Bein in anderthalb Minuten nicht abhaben, geht Ihnen der Ex. Mehr muss eigentlich nicht gesagt werden, um zu schildern, welches Blut und welche dramatischen Verhältnisse auf den Schlachtfeldern herrschen. Die drei Büchner-Brüder kommen lebendig zurück aus dem Krieg. Zwei, ich habe das schon erwähnt, lassen sich nieder in Nimwegen und Gouda. Ernst Büchner setzt sein Studium fort, und zwar zunächst an der Sorbonne in Paris. In dieser Zeit noch als Militär hat er eine Begegnung, die sein Leben prägen wird. Er nimmt an einer Parade teil, er sitzt als Teilnehmer auf dem Pferd und diese Parade wird von Napoleon persönlich abgenommen. Der Kaiser, der Weltgeist zu Pferde, bleibt vor ihm stehen, sieht ihm in die Augen und spricht den großen Satz: Tu mon bien cheval, que la jatu. Du sitzt gut auf dem Pferd, wie alt bist du? Und wir kennen diesen Satz so gut, weil Ernst Büchner ihn immer wieder gesprochen hat. Er hat immer wieder zitiert: Mit mir hat der Kaiser gesprochen. Und damit nicht nur seine eigene Bedeutung betont, sondern auch seine große Verehrung für den Kaiser ausgedrückt. Später arbeitet er am kaiserlichen Hospital und dort eben unter dem erwähnten Jean Larrey, der ihn sicher wesentlich beeinflusst hat. Jean Larrey, dessen großes chirurgisches Werk einige Jahre später von Amelung, Ernst Büchners Nachfolger am Hospital in Hochheim, wir werden später darauf zu sprechen kommen, herausgegeben worden ist. 1811 kommt der inzwischen zum Doktor der Chirurgie ausgebildete Ernst Büchner zurück nach Deutschland, nach Hessen-Darmstadt, ins Elternhaus nach Rheinheim.